Ich grüße dich. Ja, heute ausnahmsweise mal eine Zwischenbilanz. Ich bin mega, mega enttäuscht. Ich war zwar beim Thalia drinnen, wo der Brezener war, aber da waren über 100 Leiter drin. Da frage ich mich, warum macht man das nicht in einem großen, großen Festsaal? Da wäre es erstens mal angenehmer und zweitens hätte jeder das Recht, den Herrn Brezina zu sehen. Also dieses Chaos da ist mitnichten zu schreiben. Und ganz offen und ehrlich, ich war halt eigentlich dafür, für das, dass der Thalia den meisten, inklusive mir, den Weg da so versperrt hat. Am liebsten wartet man ein Autogrammbuch umsonst, aber ich lese ja nicht. Und es war echt eine Enttäuschung. Ich weiß nicht, ich frage mich, ob auf meinem Kopf steht, ich bin dumm. Anscheinend schon, weil ich habe mich extra heute so gefreut und dass jetzt 100.000 Leute da hier so stehen, als ich weiß nicht, als ob Bobby McFerrin Konzert geben würde oder 50 Cent, was weiß ich. Es ist zwar schön, aber trotzdem waren die Leute ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen sauer und enttäuscht. Und ich möchte es in aller Deutlichkeit sagen, wenn man so etwas veranstaltet, dann bitte nicht im Thalia, weil es ist einfach eine Frechheit. Ich hätte mir von den Veranstaltern erwartet, dass man sagt, Thalia geht nicht, viel zu klein. Es ist einfach nicht in Ordnung. Man möchte einen Star persönlich sehen und Mitarbeiter. Auf Zeiten, gingen Sie bitte auf Zeiten. Ja, mache ich gerne. Aber es ist einfach traurig. Und liebe Thalia-Mitarbeiter, ihr könnt zwar nichts dafür, aber ihr hättet sagen können, nein, das können wir nicht, weil es an allen Platz mangelt. Ich hätte eher an einen Festsaal gedacht und nicht an einer Bücherei, weil es kommen viele. Und ja, für mich war das eher ein Schlag in die Fresse. Und beim nächsten Mal bitte anders machen, weil es ist eine Frechheit gewesen. Und ja, deswegen vorher. Ich wäre dafür gewesen, für die Menschen, denen der Zutritt verwehrt worden ist, wäre ich dafür gewesen, dass man das Buch umsonst vergibt. Weil so kann man mit Menschen nicht umspringen. Also wie gesagt, mir ist es egal, ich lese sowieso nicht. Höchstens die Nachrichten, aber das war's auch wieder. Ich möchte halt nur nicht, dass die Menschen mit einem angefressenen Gesicht herumrennen. Für mich war das Ganze eher eine Verhöhnung anstatt ein reales Sehen von Herrn Brezina. Eine Verhöhnung pur.